24 Special Report. Das Thema des Tages. Willkommen zurück hier auf OE24 TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Bei mir im Studio darf ich jetzt einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich den Hollywood-Star Chris North. Chris, welcome. Thanks for joining Hello. Us. It's a My big pleasure. Pleasure. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich sehr. Sprechen wir über gestern, über den Opernball. Das war absolut magisch, der Abend. Das war das erste Mal, dass ich so einen Anzug abziehen musste, tatsächlich. Und das war auch sehr aufregend, mir das Ganze anzuziehen und auch bei der Anprobe. Es ist irgendwie ganz witzig, auch bei diesem ritualisierten Abend mit dabei sein zu dürfen für mich. Seit 1860 gibt es ja die Veranstaltung, habe ich gelernt, da mit dabei sein zu dürfen, das Ballett zu sehen, die Opernaufführungen, das Singen und natürlich der Wiener Walzer von so vielen Menschen performt. Hunderte Paare sind ja da gewesen, die sich alle sehr gut auskennen bei den Schritten. Es war alles perfekt choreografiert, es war spektakulär. Was war Ihr persönliches Highlight an dem Abend? Also für mich eigentlich der ganze Abend, aber ich glaube, im Endeffekt war es auch der Wiener Walzer. Denn wenn dann am Ende alle dazukommen, um mitzutanzen, das ist schon was ganz Besonderes. Ich musste ja auch tanzen. Sie sind also kein großer Tänzer selber, oder? Naja, mir macht es schon Spaß, aber ich weiß nicht, ob das irgendjemand sehen möchte tatsächlich. Es war für mich ganz magisch, der ganze Abend, wirklich wunderschön. Ich habe mich wirklich transferiert gefühlt im Setting des Opernballs in eine ganz andere Zeit. Und wenn man auch weiß, dass so viele Menschen an diesem Event schon teilgehabt haben, das war eine ganz spezielle Sache für mich. Jane Fonda ist ja auch mit dabei gewesen. Ich habe sie zwar dort nicht getroffen, weil so viele Menschen beim Ball waren, aber ich habe gehört, sie war auch dabei. Sie unterstützt ja auch Umweltschutzaktivitäten, was ich gehört habe, und ich habe auch ihre Bücher dazu gelesen und unterstütze alles, was sie macht. Wie haben Sie die Tage in Wien so verbracht? Naja, im Endeffekt bin ich ja gerade erst gekommen. Ich bin über Frankfurt gekommen und habe dann sozusagen ein furchtbares Flughafen-Chaos erlebt. Zunächst bin ich 10 Stunden von L.A. hergeflogen, wurde dann in Frankfurt aufgehalten durch den Computerfehler. Dann musste ich über Düsseldorf nach Wien fliegen. Also ich bin jetzt relativ kurz hier. Ich war letzten Sommer einmal hier mit einem guten Freund. Und wir haben hier einige Projekte vorangetrieben für europäische Produktionen. Das sind Ideen, die ich zum Beispiel hatte. Es ist also nicht das erste Mal, dass ich in Wien bin. Was haben Sie am liebsten gegessen? Ja, Schnitzel natürlich, Strudel insbesondere, das, was man halt so kennt. Das mag ich gerne. Traditionelle Gerichte sind alle wirklich sehr gut. Die mag ich wirklich sehr gerne und ich habe es genossen. Ich kenne jetzt nicht alle Namen, aber ich habe kein Problem, ein gutes Essen zu finden in Wien, eine wunderschöne Stadt. Freuen Sie sich schon auf den nächsten Opernball nächstes Jahr? Sind Sie wieder mit dabei eigentlich? Ja, die Freunde, die mich hier jetzt hergebracht haben, die haben sozusagen auch dafür gesorgt, für mein leibliches Wohl. Natürlich, wenn das wieder passiert, dann sehr gerne. Ich hätte auch gerne, dass ich meine Kinder mitnehmen kann. Sie sollen das auch sehen. Das ist was ganz Spezielles. Es hat mich auch an eine Show erinnert, die ich kenne, an der ich mal gearbeitet habe. Auf jeden Fall ist es ganz spektakulär, das mitzuerleben. Es ist eine besondere Veranstaltung und natürlich würde ich gerne wieder kommen. Nach Wien zu kommen ist ja generell schon mal sehr schön, weil man ja auch so viele Museen sieht, so tolle Architektur und auch Parks. In dieser Stadt ist es so, dass einem die Stadt sehr schnell ans Herz wächst. Sie sind also schon öfter in Wien gewesen. Haben Sie da einen speziellen Ort, an dem Sie gerne sind? Eigentlich nicht direkt. Es ist wirklich die ganze Stadt, die mir ganz gut gefällt. Ich mag auch die Hotels, muss ich sagen. Wie spricht man das Hotel aus, in dem ich bin? Das Hotel Sacher, genau. Haben Sie allerdings auch die Sacher-Torte probiert? Ja, habe ich. Das letzte Mal haben Sie meine Kleine sogar mitgegeben. Ich habe sie immer noch zu Hause. Ich habe irgendwie Angst, sie zu essen, weil sie so schön aussieht. Chris, sprechen wir über die aktuellen Projekte. Welche Projekte sind es im Moment, die Sie vorantreiben? Im Moment arbeite ich an einem Actionfilm, das heißt My Youngest Son, mein jüngster Sohn. Und zwar deswegen, weil er so viel Aufmerksamkeit von mir fordert und so viel Energie hat auch. Es ist fast wie ein Actionfilm. Also, es ist einfach eine Gruppe von Schauspielerfreunden,
die in Berkshire, in den Bergen, mit mir diese Idee ausgebrütet haben. Und wir haben zumindest einmal einen Teil produziert. Wir haben ein Skript produziert, wir haben es nach New York gebracht. Das ist dort ein bekanntes Schauspiel geworden bei einem rumänischen Genius mit dem Namen Ionesco. Und das spricht auch viel über die aktuelle Zeit. Das ist mir sehr nahe. Daran habe ich gearbeitet. Und ansonsten kann alles passieren. Wir werden sehen, was passiert. Was sind Ihre Lieblingsprojekte, an denen Sie bis jetzt gearbeitet haben, retrospektiv? Ich glaube, Manhunt Unibomber, das war eine Miniserie, die ich gemacht habe vor ein paar Jahren, die ist noch ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Ich glaube, das frühe Law and Order, an dem ich mitarbeiten durfte. Natürlich wissen alle jetzt, dass ich bei Sex and the City mit dabei war, das ist klar. Aber das waren ja eigentlich so die frühen Jahre, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Danach hat sich die Serie irgendwie verändert. I don't know. It became kind of a different show to me. You already said it, you're best known. Sie haben schon gesagt, natürlich, man kennt Sie am besten für die Rolle in Law and Order und natürlich in Sex and the City. Ja, ich glaube, Sex and the City ist das, was mir am meisten hängen geblieben ist. Da habe ich ein bisschen Kopfweh damit. Aber ich akzeptiere es auch, dass es ein Teil meines Lebens ist. Wie war es für Sie denn, Mr. Big, zu spielen in Sex and the City? Easy. Überraschenderweise sehr einfach, insbesondere am Anfang. Bevor die Rolle so auseinandergenommen worden ist und so viel hineininterpretiert wurde, war es eigentlich eine leichte Comedy-Geschichte und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und danach ist es eine Aufgabe geworden, wie eine Arbeit. Die Menschen haben dann beschlossen, dass die Beziehung ihnen etwas bedeutet hat, was mich immer noch irgendwie vor Fragen stellt. Danach ist es für mich eine Verpflichtung geworden irgendwie. Diese Rolle sozusagen als Typecast zu haben, dass man nichts mehr anderes spielen kann, das dominiert ja auch ein bisschen meine Karriere. Ich komme ja eigentlich aus dem Theater und da kenne ich das, dass man immer andere Rollen spielt und einfach immer nur mit einer Rolle identifiziert zu werden, das kann schon sehr belastend auch sein. Was denken Sie, macht diesen Charakter von Mr. Big so ikonisch, so ein iconic character? Ich weiß es nicht. Ich kann die Faszination überhaupt nicht nachvollziehen mit diesem Charakter. Ich glaube, wir hatten eine gute Chemie irgendwie, das Mädchen, das Carrie gespielt hat, und ich in der Serie. Aber darüber hinaus, einfach ein reicher Typ, der ein bisschen abgehoben ist, das ist jetzt nichts Besonderes eigentlich. Ich glaube, er hat einen guten Sinn für Humor gehabt. Ich habe ihn auch ein bisschen humorvoll gemacht. Und ich glaube auch, dass die Menschen sich in der Rolle ein bisschen getäuscht haben. Aber ich denke nicht so viel darüber nach. Es ist keine Rolle, über die ich mir große Gedanken mehr mache. Da habe ich mich schon längst weiterentwickelt. Aber die Menschen sprechen natürlich immer wieder gern darüber. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, weil für mich ist das ja alles schon lange passé. Was war der unvergesslichste Moment für Sie bei Sex and the City, während Sie gefilmt haben? Oder hat es ganz viele gegeben, aber unvergesslich, das will ich jetzt nicht sagen. Es ist ja nur Unterhaltung, es ist einfach nur eine Show. Da wird kurz gelacht und im Endeffekt war es das. Das ist jetzt nicht so Extraordinäres. Also es wurde gut durchgeführt, die Sendung, und deswegen schaut man sich heute auch noch an. Und die erste Show, die sich mit dem Thema Sex auf kritische Weise auseinandergesetzt hat, das ist ja jetzt etwas ganz Alltägliches. Damals war das eine sehr leichte, satirische, unterhaltsame Sendung, die man sich ansehen konnte. Und ich glaube, das hat es damals ganz speziell gemacht. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch funktionieren würde oder worum es geht, aber die Menschen schauen es offensichtlich immer noch. Was denken Sie, ist die wichtigste Lehre, die Sie aus Ihrer Zeit am Bildschirm gezogen haben? Als Schauspieler? Ja, genau. Immer genug durchzuatmen, entspannt zu sein, bei sich zu sein, im Moment zu existieren und nicht zu versuchen, alles zu sehr zu choreografieren. Es muss einfach spontan herauskommen. Haben Sie irgendwelche Tipps für junge Schauspielerinnen? Suchen Sie sich einen guten Schauspiellehrer, eine gute Schauspiellehrerin. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Es ist eine sehr schwierige Zeit, die auf Sie zukommt, wenn Sie das beruflich machen wollen. Aber es ist ganz wichtig, dass man gut trainiert ist, und Talent setzt sich immer durch. Man muss sehr nach vorne denken, sehr zielgerichtet denken und eine totale
ein Ziel vor Augen haben, einfach, das man vehement verfolgt. Und immer Schritt für Schritt. Sie sind ja einer der bekanntesten Schauspieler in Hollywood. Oh, das würde ich nicht sagen. Jetzt lasst uns mal nicht übertreiben. Ich bin schon erfolgreich gewesen. Was bedeutet Ihnen Erfolg? Das ist eine schwierige Frage. Was bedeutet mir Erfolg? Ich denke, ich spreche da nicht so oft darüber und denke nicht viel darüber nach. Ich glaube, es bedeutet, dass man sich die Projekte ganz gut aussuchen kann, die einen interessieren und die einen auch stimulieren. Das bedeutet für mich Erfolg. Und davon leben zu können, das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, wenn man die Familie damit durchbringt. Und einen Weg haben, sich ausdrücken zu können, das ist für mich Erfolg. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit üblicherweise? Indem ich Windeln wechsle? Nein, das war ein Scherz. Sehr viel mit der Familie auf jeden Fall. Mir gefallen auch verschiedene Sportarten. Ich reise sehr viel, das merkt man ja auch. Und ich reise gerne. Und es ist halt immer eine Balance zu halten zwischen der Zeit für die Familie und für die Arbeit, damit man nicht das eine oder das andere bevorzugt. Wenn ich in Budapest einen Job habe zum Beispiel, dann habe ich die Familie teilweise mitgenommen, weil es ja auch toll ist für die Familie und für die Kinder, andere Kulturen zu erleben. Ich denke, das ist eine super Gelegenheit. Sehen Sie sich gerne Filme selbst an? Ihre eigenen Filme? Nein, meine eigenen Filme nicht. Ich weiß nicht, ich habe einfach ein paar gemacht, die ich mir nicht mal angeschaut habe, für Sendungen, die ich auch nicht angeschaut habe. Man findet immer Sachen, die falsch damit sind. Also, dann haben Sie wieder gute Momente nicht verwendet, die ich gut gefunden habe und so weiter. Also, es ist einfach geschnitten. Das heißt, man weiß im Endeffekt nie, was dabei herauskommt. Davon bin ich jetzt gar nicht so ein Fan. Allerdings sehe ich mir Filme gerne an. Was ist Ihr Lieblingsfilm? Eine meiner Lieblingssendungen ist auch eine deutsche Sendung namens Babylon Berlin. Haben Sie das schon gehört? Ja, das ist eine großartige Sendung, finde ich. Die macht mir sehr viel Spaß. In Amerika haben das noch nicht viele Menschen gehört. Einen Lieblingsfilm, den Sie wirklich gerne sehen? Da gibt es einfach zu viele. Ich habe jetzt nicht nur einen, sondern sehr viele Filme, die ich mag. Insbesondere vom Godfather, also Mafia-Filme zum Beispiel. On the Waterfront ist ein Film, der mir gut gefällt. Was ist der letzte gute Film? Mir fällt es gerade nicht ein, ich habe einfach einen Jetlag. Entschuldigen Sie, aber manche alte Filme und aber auch einige neue Filme sind dabei. Ein dänischer Film, den ich sehr mag, über einen Mann. Was war das nochmal? Ich kann mich gerade nicht an den Namen erinnern. Ich habe nichts anything recently. But I've been watching, I loved The Crown. The Crown mag ich zum Beispiel sehr gerne. Das habe ich kürzlich gesehen. Narcos ist auch so eine Serie bei Netflix, die war auch großartig. The Last Detail mit Jack Nicholson ist ein Film, der mir hier gerade einfällt. Auch ganz fantastische Geschichte. Ich habe ja gehört, dass Sie sehr viel Zeit mit Ihrer Familie verbringen. Und lesen Sie auch gerne Bücher? Ja, sehr. Welches Buch zum Beispiel? Was lesen Sie gerade? Ich lese zum Beispiel gerade ein Buch über Meditation. Das ist etwas, mit dem ich kürzlich angefangen habe. Und ein weiteres Buch, das ich auch gerne durchlese. Ich muss noch mehr lesen auf jeden Fall, denn es gibt so viele Magazine und Skripte, die ich mir durchlese. Ansonsten philosophiere ich gerne, also lese mir gerne Philosophie durch. Im Moment lese ich kein direktes Buch. Haben Sie da eine Empfehlung für mich? Vielleicht das neue Buch von Prince Harry, die Biografie, würde Sie das interessieren? Nein, das fühlt sich irgendwie depressiv an oder traurig an, mich das durchzulesen. Ich glaube, da lese ich lieber Märchen von Charles Dickens oder andere Bücher von Charles Dickens, die mich eher aufheitern, muss ich sagen. The Russians, I like the Russians. I've been thinking about starting on War and Peace, because I didn't get to that in college.
Ich habe mir gedacht, ich fange vielleicht an, von Tolstoi Krieg und Frieden zu lesen. Das ist aber so viel zu lesen, da kann man den ganzen Sommer daran lesen. Mein Sohn ist gerade fertig geworden in der Schule mit einem Buch, The Odyssey bei Homer. Und ich musste das im College lesen und habe gefragt, was, das geben Sie dir jetzt schon in diesem jungen Alter in der 9. Schulstufe. Wenn man älter wird, dann liest man die Klassiker eigentlich lieber, weil das Ganze eine große Dimension hat, die einen auch betrifft. Die Reise eines Mannes zurück zu seiner Familie und die ganzen Probleme, die er auf sich nimmt, um wieder zurück zu seiner Familie zu kommen und zu seinen Leuten. Das ist Geschichte und das sollte man sich auf jeden Fall mit ein bisschen Lebenserfahrung auch durchlesen. Also im Moment informiere ich mich gerade über den Krieg in Vietnam. Das ist zum Beispiel ein Krieg, der schon lange zurückliegt und auch die Einmischung der USA in den 60er Jahren. Da gibt es so viele verschiedene Aspekte dabei zu bedenken. Das interessiert mich irgendwie, es fasziniert mich, dieses Thema. Vielleicht haben Sie am Flughafen noch ein bisschen Zeit, neue Bücher zu lesen, ja? Ich hole mir eins wahrscheinlich, passt. Oder ich schaue mir während des Fluges ein paar Filme an. Wenn Sie zurückfliegen, morgen Vormittag, da hat nämlich Ihr Sohn Geburtstag. Ich habe ihm ein kleines deutsches Polizeiauto mitgenommen. Er ist nämlich ganz fasziniert von Polizeiautos und LKWs. Immer wo ich hinkomme, versuche ich ihm von diesem Ort, auch jetzt in diesem Alter noch, etwas mitzunehmen. Vielen Dank für das Interview und die Zeit, dass Sie bei uns vorbeigeschaut haben. Einen guten Flug wünsche ich Ihnen. Damit verabschieden wir uns auch in eine kurze Werbeunterbrechung. Wir melden uns gleich zurück.